Alistair ist sicher fügsam genug und auch ehrbar. Aber trotz seines Blutes ist er kein König. Und das sehe nicht nur ich. Und außerdem ist Alistair ein grauer Wächter. Es sieht aus, als wolltet ihr einen grauen Wächter auf den Thron setzen, entgegen eurer Behauptung. Ich bin eine neutrale Partei. Und ich bin bereits Königin. Anora, ihr seid zwar Kaelins Witwe, aber... Ich bin die Tochter von Ferelden's größtem General. Wer hat denn wohl das Land in den letzten 5 Jahren regiert? Etwa Kaelin? Dieses Land braucht mich. Keinen König ohne Erfahrung, der den Thron zudem gar nicht will. Ich kann euch helfen, meinen Vater aufzuhalten. Überlegt euch meine Worte. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Wächter, wenn ihr kurz Zeit hättet, würde ich euch gerne unter 4 Augen sprechen. Nun, sie ist ziemlich lebhaft, nicht wahr? Ich weiß noch, wie Logan sie nach Denerim brachte, damit sie Kaelin kennenlernt. Der arme Kaelin war ein guter Junge, aber Anora war immer 2 Schritte voraus. Ein Augenaufschlag und er folgte ihr aufs Wort. Was sie sagt, ist sicher nicht unrichtig. Dennoch habe ich das Gefühl, dass sie Ärger bedeutet. Und es ist leider nicht der einzige, der uns bevorsteht. Das Bündnis kommt ihr gelegen. Momentan kämpfen wir vereint gegen Logan. Seid vorsichtig, wie weit ihr ihr vertraut. Ich glaube keine Sekunde, dass Anora ihre Macht einfach so aufgeben wird. Dennoch habe ich sie lieber hier und kann sie beobachten, als dass sie aktiv für Logan arbeitet. Anora hat Kaelins Land fähig verwaltet. Aber in ihr fließt kein Tropfen königliches Blut. Wir haben nicht jahrelang gegen die Orlesianer gekämpft, um die königliche Linie binnen einer Generation aufzugeben. Nicht, solange noch ein Sohn dieser Linie lebt. Danke. Ich stehe übrigens direkt hier. Ja, seine Mutter schon. Aber sein Vater war Maric Farin, der Mann, für den wir unser Leben riskiert haben, damit er den Thron wieder besteigen kann. Hätte Maric nur mehr Zeit investiert, dem Jungen Führungsqualitäten zu vermitteln. Ich gab mein Bestes, aber wir hatten gehofft, Kaelin und Anora würden die Nachfolge sichern. Ferelden wurde als erstes von Kaelinhard, dem Silbernen Ritter, vereint. 400 Jahre lang herrschten seine Nachfahren über Ferelden. Dieses Erbe bewahrten wir vor den Orlesianern. Und dafür werde ich kämpfen, solange noch einer von Kaelinhards Nachfahren am Leben ist. Wenn uns das nicht eint, kann der nächste König Ferelden vermutlich nicht halten. Und wir würden wieder zu Verfädeten terrenieren. Wir haben jedenfalls viel zu planen. Nur der Erbauer weiß, wozu dieser Mann noch alles fähig ist. Natürlich. Darf ich vorschlagen, dass ihr mit Anora sprecht? Sie ist entweder eine mächtige Verbündete oder eine mächtige Feindin. Wir sollten bald wissen, was von beiden. Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Ich hatte mich schon gefragt, was Hau damit gemacht hat. Ja, das sind meine Aufzeichnungen. Namen von Toten, die ich in Ostaga erkannt habe. Das ist alles, was von Duncans Rekrutierungsberichten übrig ist. Einige verschlüsselte Kopien des Beitrittsrituals, die ich aus unserer Schatzkammer in Denerim retten konnte. Zumindest sie sollten geheim geblieben sein. Es zu wissen genügt nicht, fürchte ich. Wir bräuchten nicht nur frisches Blut der dunklen Brut, sondern auch einen einzelnen Tropfen des aufbewahrten Blutes eines Erzdämons. Was Ferelden davon besaß, hätte in der Schatzkammer sein müssen. Aber das war es nicht. Ich nehme an, Duncan hatte es in Ostaga bei sich. Und nur der Erbauer weiß, wo es jetzt ist.
Sie befindet sich im Marktviertel, in der nördlichen Gasse hinter der Taverne zum müden Adligen. Ich schreibe euch die Kombination für das Schloss auf. Ihr könnt euch aus der Schatzkammer nehmen, was ihr braucht. Die Wächter lagern dort seit Jahrhunderten alles, was für die Verteidigung der Nirims vonnöten ist. Wir haben das Beitrittsritual gemeinsam absolviert. Das ist länger her, als ich zurückdenken möchte. Er war schon damals so hart wie Stein und unendlich stur. Ich glaube, ihm war lange vor uns klar, wie schrecklich die Entscheidung ist, wenige zu opfern, um viele zu retten. Allerdings war er immer für seine Rekruten da. Das war die einzige Schwäche, die er sich zugestand. Nun, ich würde euch gerne alles erzählen, was ich weiß, aber mir scheint, das Wichtigste wisst ihr bereits. Seid stark im Glauben. Bewahrt die Leute vor ihrer Arroganz und seid euren Brüdern gegenüber so loyal wie möglich. Selbst wenn ihr wisst, dass ihr sie in den Tod führt. Einmal. Und das soll auch so bleiben. Das ist weit weg und sehr fremd. Die Wächter dort kämpfen gegen die dunkle Brut wie ihr und ich. Aber die Winter und Wälder haben sie zu dem gemacht, was sie sind. Sie sind ein eiskalter Haufen, der sich nicht um den Rest der Welt schert. Ihr König ist schwach und viele andere wünschten sich, die Wächter würden herrschen. Ich sage es nur ungern, aber einige von ihnen scheinen es so zu wollen. Schwer zu sagen. Die genaue Zahl kennt nur die Feste von Weißhaupt. Aber es gibt gewiss Dutzende, wenn nicht Hunderte, in allen Ländern von Thedas. In Anderfels leben mehr als 1000. Es ist fast, als hätte der Erzdämon Ferelden gewählt, weil er wusste, wie unvorbereitet es ist. Das ist fast 1200 Jahre her. So genau weiß das heute niemand mehr. Nur, dass alles mit einigen Soldaten aus Ander begann. Es heißt, sie verließen die Armee ihres Königs und marschierten den ganzen Weg bis nach Teewinter, um gegen die dunkle Brut zu kämpfen. Sie waren es auch, die den Erzdämon Dumat aufspürten und ihn erschlugen. Allerdings kehrte keiner von ihnen aus der Schlacht zurück. Die Gefolgsleute, die sie inzwischen um sich geschart hatten, gründeten daraufhin den Orden, der wenig später von Thedas anerkannt wurde. Weil Erzdämonen nicht von selbst erwachen. Die dunkle Brut muss Jahrhundert um Jahrhundert Stollen graben, um einen zu finden. Und da sie niemand anführt, ist es schieres Glück oder ihr Instinkt, der sie zu ihnen führt. Überraschend ist also nicht die Zeitspanne zwischen zwei Verderbnissen, sondern die Tatsache, dass es überhaupt so weit kommt. Aber ich vermute, dass die alten Götter sie rufen und dass sie diese Stimme in der Dunkelheit so viele Generationen lang antreibt. Wichtig ist nur, dass das alles keine Rolle spielt. Wenn ihr auf die dunkle Brut trefft, müsst ihr sie mit allen Mitteln aufhalten. Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Wir haben das Beitrittsritual Ich glaube, ihm war lange vor uns klar. Allerdings war er immer für seine Rekruten da. Das war die einzige Sobald ich mich stark genug fühle, setze ich meine Reise nach Ostagar fort. Mit etwas Glück finde ich dort das Zentrum der Verderbnis und den Hort des Erzdämons. Wenn wir diesen Erzdämon besiegen wollen, müssen wir wissen, wo er ist und wann er zuschlagen wird. Wenn wir mehr wären, würde ich zustimmen. Aber in der jetzigen Lage dürfen wir den Armeen, die ihr gesammelt habt, nicht den Befehlshaber nehmen. Dann viel Glück. Wir müssen uns noch einmal unterhalten, wenn das Ergebnis des Lanting feststeht.
Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Nur zu. Natürlich. Seid gegrüßt, Wächter. Gut, dass ihr kommt, um mit mir zu reden. Ich will ganz offen sein. Eure Stimme wird künftig beträchtliches Gewicht haben. Eamon hört auf euch, und das aus gutem Grund. Meinem Vater muss Einhalt geboten werden. Aber danach braucht Ferelden einen Herrscher. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Nein. Ihr seid ein grauer Wächter. Und obwohl mein Vater behaupten wird, dass nur er das Land vor der Verderbnis bewahren kann, irrt er. Außerdem habt ihr Arl Eamon vor einer Verschwörung bewahrt, die zweifellos hauskrankem Hirn entsprungen war. Das werden die Leute nicht vergessen. Ihr seid fähig, mächtig und zur rechten Zeit am rechten Ort. Setzt ihr diese Umstände zu eurem Vorteil ein, könnt ihr es weit bringen. So würde ich es nicht nennen. Wenn es soweit ist, werdet ihr vor dem Landing dafür stimmen, dass ich meinen Thron behalte. Man wird euch zwar als Feind meines Vaters betrachten, allerdings helft ihr dessen Tochter. Ihr handelt sozusagen zum Wohle Fereldens und nicht nur im Interesse der Grauen Wächter. Im Gegenzug verwende ich mich für euch. Versteht ihr? Gemeinsam könnten wir sehr viel erreichen. Er ist mein Vater und ein großer General, der seinem Land immer treu gedient hat. Wenn es einen Weg gäbe, ihn leben zu lassen, wäre mir das sehr genehm. Ich werde immer die Tochter meines Vaters bleiben, aber mir ist klar, dass er für seine Verbrechen bezahlen muss. Allerdings macht mich das nicht glücklich. Beeinflusst das eure Entscheidung? Kommen wir zu einer Übereinkunft. Das freut mich. Wir sind uns also einig, Wächter. Ich nehme an, ihr haltet euren Teil der Abmachung ein. Ich schätze, es wird Zeit, meinen Vater auszuschalten. Das wird natürlich kein Spaziergang, aber ich nehme an, das wisst ihr. Ich nehme an, ihr habt viel zu tun. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Ich? Nein. Und obwohl ich weiß, dass eure Sorge wohl kaum selbstlos ist, danke. In Ordnung. In der Tat. Ja. Ja.